Andrea. Andrea, wir laufen schon. Okay. Ja, herzlich willkommen im BeFit. Jetzt hätte ich mich fast verplaudert, wobei mit dem Schweinehund ist es nie plaudern, sondern immer arbeiten, oder? So ist es, Andrea. Wir genau. sind immer am Arbeiten. Immer am Arbeiten. Und wir haben, nachdem ja in den letzten 10, 11 Jahren schon viel passiert ist hier im BeFit, haben wir da ein bisschen einen Rückblick gemacht, haben uns da ein paar Sachen aufgeschrieben, weil das BeFit hat sich ja sukzessive erweitert und da wollen wir halt ein bisschen zurückblicken und ich höre da wen kommen. Ah, das ist der Dom. Lieber Schweinehund, fragen wir mal den Dom, weil, servus Dom, du magst es so gern, du bist so gern vor der Kamera, oder? Unglaublich. Darum hast du ja hereingeschlichen, aber wie ich bin, habe ich natürlich gleich eine Frage an dich. Wie gesagt, sukzessive hat sich das BeFit erweitert. Wenn wir an die Anfänge zurückdenken, da haben wir ja mit einer dreistelligen Quadratmeterzahl begonnen. Mit 900, wo stehen wir jetzt? Auf 2500 Quadratmeter. Also da hat sich doch einiges erweitert, würde ich sagen, oder? Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Willst du bei uns bleiben oder soll ich meinen... Das macht und der Schweinehund, für das ist er da. Weil ich bin... kein guter Gesprächspartner, Punkte, denn ich tue lieber bauen. Genau, das ist eher dein Bereich, gell? Na gut, dann tschüss. Tschüss, schönen Tag noch. Ja, lieber Schweinehund, es bleibt bei uns, aber ganz ehrlich, ist dann eh schon ein eingespieltes Team, oder? So ist es. Und weißt du, ich bin ja der Star vor der Kamera. Also für das bin ich ja da. Ja, ja, das ist richtig. Und nicht nur der Star, sondern ich glaube ein bisschen der Liebling. Das habe ich schon bemerkt. Ja? Höre ich immer nur Gutes über dich. Ja, dann tun wir nicht schon wieder plaudern, tun wir arbeiten. Eben haben wir gehört von 900 Quadratmeter auf 2500. Natürlich, die Nachfrage, dem ist das geschuldet. Wo habt ihr es gestartet? Was war so der erste Ausbauschritt? Ja, das erste war ich eigentlich noch nicht persönlich dabei, aber ich habe es von Erzählungen gehört. Das war, wie wir einen Gruppenraum umgebaut haben. Mhm. Okay. Und das war so der erste Step von der Erweiterung sozusagen. Ja. Vom kleinen Gruppenraum zum großen. Wie viele Gruppenräume hat man mittlerweile? Wir haben 3 Gruppenräume. Einen unten im unteren Stock und 2 im oberen Stock. Einen für Spinning und einen für Tanzen und alle Kurse, was kein Equipment brauchen. Das heißt so ein bisschen mit Bobschi-Wackeln und so. Also das ist oben, weil da haben wir einen schönen Spiegel. Okay, das ist da perfekt. Bist du sicher auch gerne, oder? Ja, da mache ich dann immer meine Posen, weißt du, so. Ja. Mal schauen, was im Training so gegangen ist. Sehr gut. Ja, das ist angesprochen, Herr Roben. Wir waren ja bei vielen Ausbauschritten, durfte man mit dabei sein, das war ja wirklich toll. Ich glaube, da war das Spektakulärste, war definitiv, wie da das Dach abgehoben hat, oder? Also da ist, glaube ich, da hat das Wort Baustellentourismus in Hönigsberg echt gegriffen, würde ich sagen. Ja, es war in Corona-Zeiten, das war schon abenteuerlich und fast im Kino. Mhm, also das war das Corona-Kino für Hönigsberg quasi. ja, und da hier oben eben, wie gesagt, die Gruppenräume sind entstanden und da diese wunderschöne Küche, die ist ja wirklich total toll. Und das ist ja, das muss ich jetzt schon sagen, das ist nicht dein Reich, oder? Ja, nein, das ist so eher der Annike-Reich, aber was ich schaue dann immer vorbei, ob alles passt, muss man alles verkosten, man muss ja schauen, ob das da alles ganz gut ist, ob die Qualität passt und das ist dann wieder mein Part. Mhm. Also beim Kosten bist du auch wieder vorne dabei. Aber es wird jetzt gekocht und zwar auch mit Gästen, mit Besuchern, das kann man buchen, weil ihr seid ja grundsätzlich ein Fitnessstudio mit extremen, tollen Events, das immer wieder das ganze Jahr über da auf die Beine stellt, oder? Ja, wir sind da jetzt eigentlich schon relativ gut aufgestellt. Wir haben jetzt Weihnachtsmarkt, Ostermarkt, wir haben Kochseminare, wir haben unsere Brunchboxen, also es ist immer was los eigentlich bei uns. Wir haben mitgefilmt, aber ihr habt sicher auch das irgendwie auch noch mit Fotos dokumentiert oder irgendwie. Da fällt da was Gutes ein, Andrea. Ich gehe kurz, komm gleich wieder. Ja, lass mich was holen. Okay, das ist sehr gut. Also, Schweinehund holt das Foto, bin ich schon sehr gespannt. Da sind sicher so ein bisschen Schmankerl drinnen, die wir noch nicht gesehen haben. Und ich höre schon wieder jemanden kommen. Annika, du kommst wie gerufen. Ich habe gerade gesagt, wir sind ja in deinem Reich. Da ist natürlich super schön, dass du da bist. Hallo Andrea. Ja, schön, dass du da bist. Ja, wir haben mit dem Schweinehund, der übrigens jetzt wieder da ist, und das Fotoalbum Andrea, mitbringt. Das ist mein Fotoalbum. Okay, danke, lieber Schweinehund. Bleibst du da bei uns? Ein Fotoalbum hat er mir versprochen und bringen tut er mir Baupläne. Ja, das Fotoalbum ist ganz besonders.
ein ganz besonderes Fotoalbum, das sind meine Herrschaften, meine Damen und Herren, Bauakten, die sich in 10 Jahren hier im Bifit angesammelt haben. Ich möchte es nicht wissen und ich möchte mich nicht damit beschäftigen. Wir lassen das da stehen. Danke fürs Bringen, hoffentlich war es nicht zu schwer. Bleib bitte bei uns. Ja, ja, dein Reich, was passiert hier eigentlich? Wir haben schon gehört, Schweinehund hat ein bisschen erzählt, es gibt Events, aber eine andere Frage, nicht was passiert hier, sondern warum war dir das so wichtig, die Kitchen hier einzubauen? Ja, weil Ernährung und Training trotzdem sehr stark zusammengehört und wir einfach gesagt haben, wir müssen die Leute ein bisschen so näher bringen, dass das einfach einfach geht und trotzdem aber gut schmecken kann, ohne dass es jetzt ungesund ist oder sonst irgendwas. Also das war mir ein großes Anliegen, weil es mir halt auch voll taugt, auch mit den Leuten da in der Küche. Das ist halt immer wieder eine spaßige Sache und man lernt sie besser kennen und das finde ich cool. Also beim Kochen kommen die Leute zusammen sozusagen und das taugt mir voll. Das merkt man eben, dass du wirklich da mit Herzblut bei der Sache bist. Du warst ja schon immer Geschäftsführerin von der Küche hier, aber mittlerweile steht ja die neue Generation, wie es der Tom im Vorfeld gesagt hat, in den Startlöchern. Und zwar, du bist jetzt mittlerweile die Geschäftsführerin vom gesamten Bifit, oder? Sozusagen, ja. Also ja, mit Tom einfach gemeinsam und da schauen wir mal, dass wir das Beste aussuchen. Das heißt, es ist die nächste Generation und das heißt, es wird wahrscheinlich jetzt noch nicht das Ende des Umbaus und vor allem auch nicht, es wird immer wieder was Neues geben, oder? Wir haben noch einiges geplant und es ist noch lange nicht vorbei. Also ich glaube, der Stapel wird noch größer von dem her. Ja. Okay. Der Schweinehund wird dann noch ein bisschen mehr tragen dürfen. Mehr trainieren dann. Ja, da muss man ein bisschen mehr trainieren. Sagen wir ihm jetzt aber nicht und er hört es ja auch nicht. Ja, vielleicht dürfen wir wieder dabei sein, wenn ihr wieder was vorhabt. Danke auf alle Fälle, dass wir heute da sein durften und ja, alles Gute euch und dem Schweinehund alles Gute, Ihnen zu Hause natürlich auch alles Gute. Bleiben Sie dran, es wird immer wieder was Neues im Bifit geben, da können Sie sicher sein. Auf Wiedersehen. Tschüss.